bin heute mal wieder in Offenbach unterwegs, im Deutschen Schuhinstitut, und ich freue mich ganz besonders, dass wir Zuwachs bekommen haben. Zuwachs insofern, dass wir eine neue Kollegin haben beim Schuhinstitut und insbesondere für Mode Europe. Gerade mit der Neuausrichtung von Mode Europe stehen ja viele neue Aufgaben an. Ja, und ich möchte ganz herzlich die Frau Eberhardt begrüßen. Hallo Frau Eberhardt, Marion Eberhardt ist genau. Erst seit kurzem bei uns. Seit wann genau, Frau Eberhardt? Ich bin seit September 2017 im Unternehmen. Ja. Ja, freue mich sehr, hier zu sein, habe sehr nette Kollegen und ja, bin gerade in der Einarbeitung mittendrin. Und ich komme aus dem Einzelhandel, habe ein bisschen Erfahrung mit Mode, das heißt ein bisschen habe Erfahrung mit Mode, ja, und freue mich einfach auf die Mitglieder, ja, die Leute kennenzulernen, auf die Neuausrichtung. Das wird eine ganz spannende Angelegenheit und ja, freue mich hier zu sein. Das sind schon mal gute Voraussetzungen mit der Mode und dem Einzelhandel. Was gefällt Ihnen an der Arbeit von Mode Europe ganz besonders gut? Also ganz besonders gut gefällt mir, weil es einfach so vielseitig ist, so vielschichtig, ja, immer inspirierend, viel Neues, es wird nie langweilig und es ist nie Stillstand. Das ist wohl wahr. Mode ist niemals Stillstand. Und wie sieht's aus? Wir haben ja auch viele internationale Mitglieder, es werden ja auch eher mehr. Das heißt, Sie können sich wahrscheinlich auch wunderbar mit denen auf Englisch unterhalten. Ja, das kann ich. I do my very best. I'm sure. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich und eigentlich auch. Sind wir ja schon mittendrin. Und genau. Ja, jetzt geht es bald so richtig los mit den ersten Meetings und Messen. Genau. Wunderbar. Jetzt geht mal richtig Gas.